Du möchtest wissen, wie du deine Ernährung perfekt auf den Zyklus abstimmst oder andersrum den Zyklus perfekt auf deine Ernährung abstimmst. Denn ja, Ernährung hat unfassbare Auswirkungen auf die Hormone und damit auch auf den Zyklus, wie wir auf diesem Kanal auch schon öfter thematisiert haben. Heute besprechen wir einen ganz spannenden Fakt, der so in der Forschung auch ziemlich stiefmütterlich behandelt wurde und wird, denn Frauen verstoffwechseln Makronährstoffe, Mikronährstoffe extrem anders als Männer, weil sie einen Zyklus haben. Die Hormone haben also auch einen Einfluss darauf, wie und was verstoffwechselt wird. Das ist nicht nur im Alltag, sondern eben auch, wenn man sich sportlich betätigt, extrem hilfreich zu wissen. Aber wir fangen mal vorne an. Viel Spaß mit dem Video. Mein Name ist Dr. Med. Konstantin Wagner, ich bin Gynäkologe und mit diesem Kanal möchte ich dir helfen, dass du dir selbst einfach besser helfen kannst mit meinem Fachwissen, was ich dir verständlich erkläre. Tolle Sache, denkst du? Finde ich nämlich auch. Du könntest mir ein Dankeschön dalassen in Form eines Abos. Da freue ich mich. Immer wieder werde ich in der Praxis gefragt, ich habe das Gefühl, meine Hormone sind irgendwie durcheinander, was kann ich tun? Und es gibt vier große Bausteine, die jeder Mensch mit einem Zyklus tun kann, um diesen zu optimieren. Und das klingt erstmal sehr reißerisch, aber es ist tatsächlich so. Problem ist nur, diese Dinge, die sind manchmal gar nicht so leicht zu ändern. Es geht um Ernährung, es geht um Bewegung, es geht um ausreichenden Schlaf und es geht um Stress. Und jetzt denken alle, ja, Stress haben wir doch alle. Ja, es geht aber nicht um den Stress, den man vielleicht gar nicht vermeiden kann, sondern vielleicht auch den Umgang mit Stress, dass der Stress halt da ist. Aber wie gehe ich damit um? Und diese vier Bausteine führen safe zu einem besseren Zyklus. Und wir kümmern uns heute mal so ein bisschen um die Ernährung. Wir beginnen das Ganze mal mit Basics und steigern uns dann und gucken uns den Zyklus an und gucken uns vielleicht zum Schluss auch nochmal ein paar kritische Nährstoffe an, die für Frauen extrem wichtig sind. Zurück zu den Basics. Es ist extrem wichtig, dass man ausgewogen und ausreichend sich ernährt. Das klingt banal. Aber überleg mal, was dahinter steckt. Ausgewogen, okay, wissen wir jetzt alles. Es soll bunt sein, es soll knackig sein, es soll frisch sein, unverarbeitet. Wissen wir eigentlich alles. Aber man soll auch ausreichend essen. Das Problem, was viele Crash-Diäten aus der Zeitschrift beim Friseur, bei der Friseurin immer suggerieren, dass die ganz toll sein sollen oder auch das Intervallfasten, kann eine gute Sache sein, vor allen Dingen ganz oft bei Männern, aber bei Frauen ist das Ganze hormonell ganz schön kritisch zu betrachten. Warum ist das so? Bleibst du nur einige Tage in einem Kaloriendefizit, dann fangen zum Beispiel auch schon die Schilddrüsenhormone an abzunehmen. Bist du weitere Tage im Kaloriendefizit und erreichst eben nicht deinen Grundumsatz, dann fängt auch der weibliche Zyklus an zu stocken. Denn zum Beispiel das luteinisierende Hormon LH wird nicht mal pulsativ freigesetzt und es kann zu Anovulation kommen, also ein Zyklus ohne Eisprung. Habe ich keinen Eisprung, dann verschiebt sich meistens auch die zweite Zyklusphase. Es kommt zu Zyklusstörungen. Und das schon allein deswegen, weil ich nur ein paar Tage im bewussten oder unbewussten Kaloriendefizit war. Wenn du dich ein bisschen mit Ernährung schon beschäftigt hast, dann hast du sicherlich auch mal von den Makronährstoffen gehört, also die großen Bausteine, das sind die Eiweiße, Kohlenhydrate und auch die Fette. Die Krux ist, dass, ja, es gibt Gesellschaften, die da Empfehlungen aussprechen, aber da werden Männlein und Weiblein oft über einen Kamm geschert, aber Frauen haben da zum Teil erhebliche Unterschiede, was viele gar nicht wissen. Was esse ich also an Fett, was esse ich in Kohlenhydrate und vor allen Dingen auch an Proteinen? Wir wollen das jetzt nicht hier dezidiert im Detail durchspinnen, denn Thematik ist ja eigentlich eine andere. Nur, dass du es mal gehört hast. Der Kohlenhydratanteil der Gesamtkalorien einer Frau sollte zwischen 45% und 65% liegen. Die der guten, unverarbeiteten Fette so bei 15%. Und jetzt kommt eine Besonderheit, Eiweiß, also die Proteine. Die übrigens mit ihren Aminosäuren, daraus bestehen sie ja, unglaublich viele Funktionen auch im Hormonsystem haben. Es gibt zum Teil Hormone, die aus Aminosäuren bestehen, aber es gibt auch ganz viele Enzyme, was ja nichts anderes ist als ein Zusammenklatsch von Aminosäuren, also Proteinen, die an der Hormonbildung und an dem Abbau beteiligt sind. Also Proteinzufuhr ist vor allem für Frauen ein Riesenthema. Und hier gibt es ganz veraltete Daten, die gesagt haben, ja, so 1,2 bis 1,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bei der Frau sollte doch reichen und man geht davon aus, laut neuesten Forschungsquellen, dass 1,6 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht doch der Realität entspricht. Und hier sieht man mal, dass Frauen einfach einen viel höheren Proteinbedarf haben als Männer, die jetzt sich normal sportlich betätigen. Und hier sieht man auch mal, dass
die Relevanz von Proteinen, jetzt mal unabhängig von Sport und Muskelzuwachs, wo es ja bei manchen Männern auch drum geht oder bei manchen Frauen auch drum geht, dass das eine ganz andere Relevanz hat, weil es eben auch um viel mehr geht, was das zyklische Geschehen angeht. Werbung in eigener Sache. Und zwar habe ich vor einiger Zeit einen wunderbaren Kurs gemacht, wie du deinen Zyklus perfekt tracken kannst. Gerade in Bezug auf Ernährung natürlich ein Riesenthema, dass du genau weißt, das ist die Follikelphase. Hier ist ungefähr mein Eisprung. Das ist die zweite Zyklusphase. Und das Ganze geht wunderbar mit NFP nach Sensiplan. Natürliche Familienplanung. Kann man nutzen zum Verhüten. Kann man nutzen zum Kinderwunsch. Kann man auch einfach nutzen, um seinen Körper bestmöglich kennenzulernen. Körperliche Anzeichen zusammenhängend mit den Hormonen und bäm, du kennst deinen Zyklus hundertprozentig, kannst sogar Störungen im Zyklus viel schneller detektieren als ein Gyn. Also diesen Online-Videokurs, jederzeit abrufbar, kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Lohnt sich in jedem Fall bei jeder Frau. Jetzt schlagen wir mal die Brücke, wo es eigentlich hier drum gehen soll in dem Video. Warum rede ich hier über Ernährung und Zyklus? Denn der Zyklus ist eigentlich ein unfassbarer Aufwand an Energie. Ich muss jeden Monat eine Schleimhaut aufbauen und sie wird wieder abgestoßen, wenn es nicht zur Schwangerschaft kommt. Und das Monat für Monat für Monat macht sich der Körper immer wieder die Arbeit, diese ganzen Ressourcen, Hormone hoch, Hormone runter, Schleimhautaufbau, Gebärmutter krampft sich zusammen, es wird alles abgestoßen. Und das ist ja schon rein von der Logik her ein großer Energieaufwand, weshalb auch Frauen je nach Zyklusphase eine ganz andere Verstoffwechslung haben und einen ganz anderen Bedarf haben, zum Beispiel an Kohlenhydraten oder auch Fetten. Und das ist auch der Grund, warum der Zyklus sehr schnell ins Wanken kommt, wenn ein Kaloriendefizit da ist. Denn Frauen brauchen die maximale Energie, um einen Zyklus aufrechtzuerhalten. Das ist auch logisch, wenn man mal ein paar hundert Jahre oder ein paar zehntausend Jahre zurückdenkt, wenn ich gerade auf der Flucht bin, dann habe ich keine Ressourcen für eine Schwangerschaft. Also kommt der Zyklus fast als erstes zum Erliegen, weil das ist ein Prozess, der nicht notwendig ist zum Überleben. Andere Dinge sind sehr viel notwendiger, dass der Darm sich entleert, dass das Herz pumpt, dass das Gehirn durchblutet ist etc. So ein Zyklus, den kann man auch mal 3-4 Monate zur Seite schieben, bis es mir wieder besser geht, bis ich Ressourcen habe und dann wird er wieder hochgefahren. Und deswegen ist auch dieses Kaloriendefizit sehr schnell mit Zyklusstörungen verbunden. Und vor allen Dingen Östrogen, das weibliche Sexualhormon schlechthin, scheint ein Hauptregulator zu sein in der Biogenetik und der Verstoffwechselung von diversen Dingen, warum wir hier auch ein Augenmerk drauf werfen sollten. Aber Progesteron hat ja auch einen riesen Einfluss, wie wir auch in einem Video schon gehört haben, was ich dir mal erzählt habe, zu Heißhungerattacken kurz vor der Periode. Da ist Progesteron natürlich sehr beteiligt. Gucken wir uns jetzt mal die einzelnen Zyklusphasen an in Bezug auf, was sollte ich denn hier essen, was sollte ich vielleicht vermeiden und was kann ich optimieren. Menstruation, die Periode. Hier ist es relativ einfach. Die Hormone sind quasi auf einem Null-Level und alles ist auf dem Reset-Status. Aber du darfst nicht vergessen, du hast relativ viel Blut, mehr oder weniger, verloren und auch Schleimhaut und dein Körper hat ganz schön viel Energie gelassen. Hier ist es jetzt also wichtig, mit eisenhaltigen Lebensmitteln den Eisenstatus wieder aufzufüllen, einigermaßen gut zu trinken. Ja, wir vergessen das immer, dass wir genug trinken müssen, gerade in so einer Phase, wo wir auch Flüssigkeiten verlieren. Schlagwort Menstruation, Schlagwort Sport. Und auch wärmende Gewürze können zu einer Linderung beitragen und die Durchblutung verbessern in der Gebärmutter. Hier sei mal Zimt oder Ingwer genannt. Also hier ist es gar nicht so schlecht, zum Beispiel auch mal auf so eine orientalische Küche zurückzugreifen, wo Reis dabei ist, wo irgendwelche Soßen mit Ingwer zum Beispiel dabei sind oder auch etwas schärfere Geschichten. Hülsenfrüchte, Linsen etc., alles was Eisen enthält, kann man wunderschön in eine Bowl packen. Das ist so ein Essen, was in der Menstruationsphase sehr, sehr hilfreich ist für den Körper. Und dann kommen wir langsam in die sogenannte Follikelphase. Hier werden also die Eibläschen heranreifen und das kostet Energie. Wir brauchen jetzt viel Energie und das ist die Zeit, wo man auch mal wirklich sündigen kann, wenn man möchte. Hier wird ganz viel auf Kohlenhydratspeicher zurückgegriffen. Also weniger die Fette werden jetzt verstoffwechselt, sondern die Carbs, die Kohlenhydrate. Hier kann man sich also wirklich auch mal gönnen. Das Coole ist, dass der sogenannte Glykogenspeicher, der Zuckerspeicher, der ja in Muskulatur und auch in der Leber stattfindet, hier sehr schnell wieder aufgebaut werden kann. Und das ist vor allen Dingen für Sportlerinnen extrem hilfreich. Denn bei jeder sportlichen Betätigung wird ja dieser Glykogenspeicher in der Muskulatur, in der Skelettmuskulatur aufgebraucht. Und hier ist natürlich extrem wichtig, vor allen Dingen für Sportlerinnen, dass das auch wieder
aufgebaut werden kann. Und das ist vor allen Dingen in der Follikelphase extrem schnell und extrem gut. Heißt, hier ist die Phase, wo man sich auch, wenn man sportlich ist, sehr betätigen kann und danach sich auch wirklich mal gönnen kann. Hier muss man nicht unbedingt darauf achten, dass der Kohlenhydratanteil sehr niedrig ist, sondern ganz im Gegenteil, die Fette werden jetzt schlecht verstoffwechselt, Kohlenhydrate werden super verstoffwechselt, der Glykogenspeicher wird super aufgefüllt. Also hier kann man auch mal zu seinem Lieblingsgericht greifen. Klar sind komplexe Kohlenhydrate immer besser als die einfachen. Das heißt, auch die Vollkornprodukte sind hier natürlich viel, viel, viel besser, auch für den glykämischen Index, dass der Blutzuckerspiegel einigermaßen konstant gehalten wird. Was wir nie vergessen dürfen, auch in dieser Phase, gerade wenn es um Sport geht, Proteine. Packt euch wirklich proteinhaltiges, eiweißhaltige Lebensmittel auf den Teller. Das geht auch, wenn ihr vegetarisch, vegan seid, mit Hülsenfrüchten, Nüssen etc. Aber klar, mageres Fleisch, Fisch etc. ist natürlich auch eine unglaubliche Proteinquelle. Nicht vergessen, dass wir ungefähr 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht benötigen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Kannst du dem umrechnen, je nachdem, was du wiegst. Das ist schon gar nicht so einfach im Alltag, sich aufzuladen. Also auch hier gibt es natürlich einige, gerade Sportlerinnen, die hier auf gesunde Proteinquellen außerhalb von der normalen Ernährung, wir sprechen über Nahrungsergänzungsmittel, zurückgreifen. Dann kommt der Eisprung. Hier haben wir diesen LH-Peak, den ich ja vorhin nochmal erwähnt habe, der schnell ins Schwanken kommt, wenn Kaloriendefizit da ist. Und hier gibt es auch manchmal sehr, sehr schwankende Östrogenspiegel und auch Testosteronspiegel. Man sagt zwar immer, um den Eisprung rum ist man wahnsinnig energiegeladen, hat sehr viel Power und das ist auch in der Regel so. Aber es gibt auch Frauen, die haben da ganz verrückte Phasen mit Heißhungerattacken, mit Müdigkeit, Erschöpfung und dann wieder eine unglaubliche Energie. Vielleicht geht dir das auch so und das liegt daran, dass hier die Hormone kurz sehr, sehr, sehr schwanken, vor allen Dingen Östrogen und Testosteron. Und wenn du so Heißhungerattacken hast, wir haben schon in einem gesonderten Video drüber gesprochen, aber pack dir wirklich irgendwie Nüsse, Snacks, die gesund sind, Joghurt, irgendwo hin, dass du diesen Heißhungerattacken nicht verfällst und jetzt dir irgendeinen Quatsch reinpumpst, denn das fällt auf dich zurück, gerade in der Lutealphase, in der zweiten Zyklusphase. Da kommen wir nämlich zu der Phase, wo Progesteron natürlich eine Riesenrolle spielt, weil das ist das Hormon der zweiten Zyklusphase. Und was das natürlich auch kurz vor der Periode auslösen kann, Heißhungerattacken etc., habe ich dir in diesem gesonderten Video natürlich ganz dezidiert erklärt. Was hier wichtig ist, wir haben ja in der Follikelphase gesagt, Kohlenhydrate, das wird jetzt super verstoffwechselt, ist in dieser Phase fast andersrum. Hier ist der Fettstoffwechsel und der Proteinstoffwechsel fast viel wichtiger. Also hier kannst du fast eine ketogene Diät, wenn du so willst, oder ketogene Ernährungsweise machen, denn hier ist diese Fettverstoffwechselung viel besser als die Kohlenhydratverstoffwechselung. Und ja, du hast in der zweiten Zyklusphase einen etwas erhöhten Kalorienbedarf. Man schätzt so 200 Kilokalorien mehr braucht man in der zweiten Zyklusphase, was auch diese Heißhungerattacken mit erklären können. Macht auch Sinn, hier soll irgendwie eine Schwangerschaft entstehen, Schleimhaut muss aufgebaut werden, die Hormone müssen wahnsinnig viel produziert werden, Progesteron, Östrogen etc. Also hier hast du tatsächlich oft das Gefühl, du könntest essen wie ein Scheunendrescher und das ist nicht einfach so ausgedacht oder von dir so interpretiert, sondern du hast tatsächlich einen Mehrkalorienbedarf. Aber wir haben schon gesagt, den nicht mit irgendeinem Schrott füllen, sondern eben versuchen, über Fett und Proteine das Ganze zu decken. Kleine Randnotiz, die zweite Zyklusphase ist auch die Phase, wo Lipolyse vermehrt stattfindet, das ist der Fettabbau. Es klingt ja ganz fantastisch, oder? Dass man eine Phase hat, wo Progesteron sehr hoch ist und so weiter, wo hier ein Fettabbau vor allen Dingen im Bereich des Bauches, also das Bauchfett, stattfindet. Ja, das klingt zu schön, um wahr zu sein, ist aber tatsächlich wissenschaftlich belegt. Jetzt kommen auch noch so ein paar Randnotizen, die aber für viele ganz hilfreich ist. Nehmen wir mal Koffein. Die Koffeinausscheidung und Verstoffwechselung ist in der zweiten Zyklusphase verzögert, weshalb viele Frauen gerade in der zweiten Zyklusphase merken, dass nach einem Kaffee das Herz richtig rast und es irgendwie gar nicht mehr runterkommt und auch PMS, also prämenstruelle Beschwerden, werden dadurch getriggert, wie wir ja auch oft schon auf diesem Kanal besprochen haben. Also hier den Kaffeekonsum, wenn du da stark drauf reagierst, vielleicht doch mal reduzieren. Ähnliches gilt für Alkohol. Auch hier merken wir, dass die zweite Zyklusphase extrem schwierig in der Verstoffwechselung ist, weshalb auch hier oftmals mehr beschwipste Frauen rumlaufen, sage ich mal, und auch hier PMS oft getriggert werden kann. Allgemein gilt, dass ihr wirklich viel mit Nüssen arbeiten solltet. Nüssen und Hülsenfrüchten. Erstens, weil viel Eisen drin ist. Zweitens, weil gute Proteine, gute Fette drin sind. Drittens, weil die meistens sehr magnesiumreich sind. Ihr braucht wahnsinnig viel Magnesium. Und in dem Zuge muss ich mal ein Video machen über wirklich 5, 6 Nährstoffe, die bei keiner Frau auf dem Teller fehlen dürfen. Eisen, Magnesium, Omega-3,
Kalzium, das sind alles wichtige, wichtige Stoffe, die der Körper, vor allen Dingen der weibliche Körper, benötigt. Also knackig soll es auf jeden Fall auf dem Teller öfter mal sein oder in der Mittagspause einfach mal wirklich in die Nussschale greifen. Und da dürfen auch gerne mal ein paar Kürbiskerne dabei sein, weil die entwässern wieder ganz gut. Und das ist für die zweite Zyklusphase gar nicht so unerheblich, weil, vielleicht merkst du es auch, Wassereinlagerungen durch die hormonelle Lage können hier vermehrt stattfinden. Und was ganz wichtig auch ist, dass ihr auf euren Flüssigkeitshaushalt achten solltet. Es gibt keine große Pauschale, auch wenn irgendwo im Internet steht, ja, 2,1 Liter für Frauen oder 1,8 Liter, das ist alles individuell, muss man wirklich sagen. Du weißt ungefähr, was du trinkst, und wenn du dann nochmal zwei Gläser, vielleicht zwei große Gläser mehr drauf packst, dann hast du das Flüssigkeitsdefizit über den Tag auch gut ausgeglichen. Hier nicht vergessen, auch ausreichend zu trinken. Ich würde total gerne über so ein paar Nährstoffe sprechen, ob es, wie gesagt, Magnesium, Calcium, Omega-3, Vitamin D ist. Wenn dich das Video interessieren würde, was so einzelne Stoffe eigentlich für Auswirkungen haben und was eigentlich empfohlen wird, dann schreib es mir bitte in die Kommentare, dann kann ich hierzu auch nochmal ein Video machen. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video, und vergiss nicht, ein kleines Abonnement wäre ganz nett.